Ich bedanke mich einmal für das zahlreiche Erscheinen. Ich stelle einmal mich vor, ich bin die Gabriele Hoffmann von Hoffmann Events und bringe heute eine wunderbare Gruppe zu euch, eine Gospelgruppe, und zwar die Freedom Gospel and Soul Singers, die ich seinerzeit 2009 gegründet habe. Ich bedanke mich einmal hier beim Gasthaus Lebenszeit, dass wir hier heute sein dürfen. Dankeschön. Ja, soon and very soon. Gleiche Mannschaft, die gleichen Lieder, das gleiche Programm, andere Location. Trotzdem zufrieden? Sehr zufrieden. Wie du gesehen hast oder gehört hast, sind ein paar Songs wieder abgeändert. Also sie arrangieren schon dazwischen immer etwas anders. Und es ist heute, ja, es gibt immer Steigerung, würde ich sagen. Ja, und es spielt gar keine Rolle, wie viele Leute sind. Ob es jetzt eine kleinere Location ist oder eben ein großes Konzertraum. Es kommt immer gut rüber. Genau, das ist das, was ich gesagt habe, das ist die Bodenständigkeit. Ja. Umso kleiner, umso mehr Gefühle gehen rüber und kommen auch wieder zurück. Ja. Du musst dir vorstellen, wenn du bei 10.000 oder mehr Leuten spielst, ja, kommt zwar auch was rüber, aber nicht so direkt. Verstehst du, was ich meine? Also, ja. Ich glaube, der Spirit springt einfach leichter über, wenn man hautnah an dem Publikum steht. Ne? Genau, so ist es. Ja. Also, wenn man, und sie gehen auch gerne ins Publikum, das gesehen. Also sie sind überhaupt publikumsnahe, nicht scheu. Sie pflegen den Kontakt, und das ist auch das Wichtige, dass ich den Kontakt pflege, weil so kann ich den Spirit wieder rüberschieben. Ja, und die Leute gehen dann ganz einfach mit. Also es war heute, man hat es da gesehen, wie die Leute jetzt wieder mitgehen. Und ich freue mich schon wieder auf den zweiten Teil. Ja, und wenn man jetzt schaut, also das waren jetzt ein bisschen ein kleineres Konzert, und jetzt kommen die Großen. Jetzt kommen die Großen, also das ist in Leoben, das ist ein sehr, sehr großes, das älteste Stadttheater Österreichs, ja. Das ist nächste Woche dran, da ist ein Fassungsvermögen, glaube ich, von 300, 400 Leuten, und dann sind wir in Galdür in der großen Pfarrkirche. Das ist dann die Woche darauf, am 23. Also sozusagen schon weihnachtlich, also mehr als weihnachtlich. Und in Galdür ist dann noch die Verstärkung? Ah, also da ist der Pilgeri dabei, der eine Weihnachtsgeschichte erzählt und auch gleich als Einklang das Desperados singt. Ja, also das ist ja eines seiner ganz großartigen Lieder, die er sehr gut interpretiert und singt. Und ich freue mich schon darauf. Ja. Also Galdür ist ein bisschen aus unserem Bereich leider schon heraus.
Aber wenn es dann im nächsten Jahr wiederum angeht, ja, werden wir euch gerne wieder begleiten. Ah, das ist super, das freut mich. Und ein Vorschlag, ich nehme euch das nächste Mal, wenn wir wieder in Galdür gebucht werden, was ich ja zu 99% glaube, dann nehme ich euch mit. Das ist versprochen. Na, wunderbar, dann freuen wir uns schon. Danke dir. Und danke noch einmal für eure Begleitung und dass ihr uns also so nahe seid. Ja. Aber ich habe schon gemerkt, ihr habt Familie mitgebracht und die sind alle schwer begeistert. Absolut. Ja. Dann sage ich dir schon Danke und auch an die Sänger, die werden wir ja dann später vielleicht noch hören. Ja, gerne, ja. Dankeschön, danke. Wie hat es gefallen bis jetzt? War sehr schön, ja. Hat mir super gefallen. Also. Gibt es ein Lieblingslied? Lüft in mich high, aber sehr gut. Kann man vorstellen. Danke. Wie hat es euch gefallen? Ja, sehr gut. Also zur weihnachtlichen Zeit passt das perfekt. Und ja. Gibt es ein Lied, was am liebsten euch, also was euch bis jetzt am besten gefallen hat? Ja, das Stand By Me. Okay, danke. Bitte. Not me!
Hat euch das Konzert bis jetzt gefallen? Mir gefällt es bis jetzt sehr gut. Passt in die Zeit auch, gell? Natürlich, es wird ja wahrscheinlich so sein, weil es in die Zeit passt. Und wir kennen sehr viele Lieder, die da gesungen worden sind, schon sowieso. Also, die wir auch schon gesungen haben im Chor, das gefällt mir sehr gut. Und welches gefällt euch am besten? Little Light of Mine gefällt mir zum Beispiel sehr gut. Aber das kann man nicht sagen bei so vielen verschiedenen Liedern, welches das Schönste ist, das ist nicht möglich. Sag ich ein Dankeschön. Bitte, gerne. Make up a song and let you know how we work, how God works actually.